Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurather und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, welche Phasen umfasst der Produktlebenszyklus und was steckt dahinter? Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, ist es unumgänglich, seine Produkte regelmäßig zu analysieren, beziehungsweise natürlich auch seine Produktgruppen oder Kategorien zu analysieren. Und hierbei hilft uns der sogenannte Produktlebenszyklus. Dieser unterstellt, dass Produkte ebenso wie wir Menschen eine gewisse Lebensdauer an den Tag legen, beziehungsweise über eine gewisse Lebensdauer verfügen. Und hierbei unterscheidet der Produktlebenszyklus in unterschiedliche Phasen und genau diese Phasen werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und wenn wir hier dann einen Blick auf diese Abbildung werfen, so sehen wir hier zuerst einmal eine X- und eine Y-Achse dargestellt, wobei wir hier dann auf der einen Achse den Umsatz sehen und auf der anderen Achse den Zeitverlauf dargestellt sehen. Und ergänzend hierzu sehen wir dann eben auf diesen beiden Achsen hier eben diesen Produktlebenszyklus dargestellt und durch die jeweiligen strichlierten Linien jeweils den Übergang in die nächste Phase dargestellt. Und dementsprechend finden wir hier eben 5 Phasen vor. Einerseits die Einführungsphase, die Wachstumsphase, die Reifephase, die Sättigungsphase und die Degenerationsphase. Schauen wir uns zuerst einmal die Einführungsphase an. Also zu Beginn steht immer die Markteinführung. Das heißt, ein neues Produkt oder ein neues Angebot wird auf den Markt gebracht. Und am Anfang ist immer so, dass dieses noch relativ unbekannt ist und wenige Menschen diese Produkte bereit oder kaufen bzw. auch kennen. Und aus diesem Grund hat man am Anfang eher einen relativ geringen Anstieg des Umsatzes, wie wir hier an dieser Stelle auch sehen. Und im Laufe der Zeit wird dann durch Werbemaßnahmen bzw. durch andere Maßnahmen die Bekanntheit eines Produktes immer mehr gesteigert. Und die Nachfrage der Kunden nach diesem Produkt steigt dementsprechend. Und mit der steigenden Nachfrage wird dann in weiterer Folge auch ein steigender Umsatz generiert. Und in diesem Fall sprechen wir dann hier eben von dieser sogenannten Wachstumsphase. Und wir sehen hier schon, dass wir einen deutlich höheren Anstieg des Umsatzes haben. Und dann ist aber irgendwann so weit, dass der Markt so schön langsam eine Sättigung erreicht. Das heißt, alle Kunden, welche unser angebotenes Produkt haben wollen, beziehungsweise dieses Produkt interessant finden, haben dieses Produkt bereits gekauft. Und dementsprechend ist dann eben dieser Umsatzanstieg nicht mehr so stark, beziehungsweise ist teilweise dann schon wieder, wenn eine tatsächliche Sättigung vorliegt, eigentlich schon wieder in die rückläufige Richtung unterwegs. Und wenn der Markt dann wirklich vollständig gesättigt ist, dann haben wir natürlich einen sehr starken Umsatzrückgang, wie wir ihn hier eben in dieser Sättigungsphase dargestellt sehen. Und am Ende dieses Produktlebenszyklus steht dann eben diese sogenannte Degenerationsphase. Und das bedeutet, dass der Umsatz weiter rückläufig ist, beziehungsweise die Produkte überhaupt nicht mehr verkauft werden können. Oder vereinfacht gesagt, das jeweilige Produkt ist tot. Und an dieser Stelle hat man dann eben in weiterer Folge 2 Möglichkeiten, hier gegenzusteuern. Einerseits kann man versuchen, hier im Rahmen dieser Abwärtsbewegung, also im Bereich der Sättigung und Degeneration, einen Relaunch zu machen. Das heißt, Veränderungen am Produkt vorzunehmen, beziehungsweise die Produkte oder das Produkt für potenzielle Käufer und Interessenten dementsprechend wieder attraktiv zu machen, um so diesen Umsatzrückgang zu verlangsamen,
beziehungsweise vielleicht eben hier die Kurve deutlich nach unten hin zu reduzieren. Das wäre die eine Möglichkeit, wie man hier gegensteuern kann. Und die zweite Möglichkeit wäre natürlich, ich nehme das Produkt komplett vom Markt. Ja, so viel zum Produktlebenszyklus und zu den unterschiedlichen Phasen dieses Produktlebenszykluses. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Businessfragen.